Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und herzlich willkommen auch zu Folge 2 von Marcel fängt mit Warhammer 40k an, unserer wunderbaren neuen kleinen Videoreihe, bei der wir zusammen Marcel begleiten, wie er in das Warhammer 40k-Universum einsteigt. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen das Allgemeine gemacht haben, hat du dir gewünscht, dass wir heute mal so ein bisschen auf die Völker genauer eingehen. Ja, genau. Und dann würde ich das Thema einfach mal so beginnen. Wie würdest du oder was würdest du als wichtig erachten, wenn man sich ein Volk auswählt? Also nach welchen Gesichtspunkten würdest du sagen, das ist ein Volk für mich? Worauf kommt es da an? Also zunächst, Robert, würde ich oder euch auch immer empfehlen, was auszusuchen, was euch optisch auf jeden Fall sehr anspricht. Die Auswahl wirklich bei 40k ist wie bei Age of Sigmar halt extrem groß. Es gibt sehr viele unterschiedliche Fraktionen oder Armeen, die man spielen kann. Und ihr müsst euch am Anfang erstmal durchgehen, was euch so direkt erstmal optisch von allem so etwas anspricht. Weil ihr müsst euch überlegen, dass ihr diese Figuren auch alle zusammenbauen und alle bemalen müsst. Und das kann dann, wenn man mal wirklich nicht nur von 10 Miniaturen, sondern auch mal einfach locker von 100 Miniaturen spricht, wenn euch das dann optisch gar nicht zusagt, dann kann das eine ganz schöne Belastung darstellen. Ja. Ohne irgendwie Druck aufzubauen, aber deswegen macht diese Auswahl der Armee, beschränkt das wirklich auch rein auf diese optische. Es muss euch nicht geil machen, wäre eine falsche Bezeichnung, aber es muss euch Spaß machen, die Figuren so anzumalen, und sie müssen euch zusagen. Und dann muss es schon irgendwo auch eben dieses Hobby, was auch wirklich viel durch dieses Basteln und Bemalen absolut auch mitbringt. Ja, da muss auch viel Zeit für investiert werden, wenn man das eben ordentlich und schön machen möchte. Dann sollte man auch irgendwie was nehmen, genau, was einem optisch eben auf jeden Fall zusagt, weil es sind ja dann eure Figuren, ihr seid der Besitzer von denen und ihr wollt die Armee aufs Spielfeld führen. Es wäre ja schade, wenn ihr irgendwas nehmt, was euch gar nicht gefällt. Wenn ihr natürlich nicht bemalen und basteln, also basteln müsst ihr, klar, ihr müsst die zusammenbauen, aber wenn ihr natürlich nicht bemalen wollt, dann würde sich ja anbieten, dass ihr wirklich einfach nur die Armee nach dem spielerischen Zweck an sich. Genau. Eigentlich dann kann man natürlich noch gucken, genau, was wie der Playstyle ist. Es gibt ja auch beispielsweise, wenn ihr gar nicht Bock habt auf Malen und sowas, auf diesen Bastelkram, sondern wollt einfach zocken, was das Spiel auch auf jeden Fall hergibt und auch wunderschöner dann ist, eben, dass man so schön spielen kann, gibt es auch zahlreiche wirkliche Unternehmen und Gruppen, Organisationen, die auch Figuren bemalen. Ne? Also gibt es wirklich auch Möglichkeiten zu sagen, ich kann auch spielen, ohne einen Pinselstrich zu machen, weil man kann eben auch die Figuren bemalen lassen. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Prinzipiell wollen wir diesen Weg erst gehen, wie ein blutiger Anfänger anfängt, und der wählt eine Armee natürlich nach der Optik aus, so würde ich das auch machen, und dann würde ich gerne den Robert eben nutzen. Was eben aber, also wir sollten da vielleicht noch mit reinnehmen, dass Optik natürlich klar, aber das sollte eine Symbiose sein. Optik sollte natürlich ein hoher Prozentsatz darstellen, definitiv, aber es gibt Leute, die können das überhaupt nicht leiden, wenn die eine Armee haben, die jetzt nach vorne rennen in Nahkampf. Ne? Also, genau. Oder die mögen es einfach hinten zu stehen und alles wegzurotzen und ballern, ballern, ballern ohne Ende. Ne? Also ich denke, da bist du ja auch, da kannst du dich auch mit einnehmen, denke ich. Also vielleicht liegt dir eine Armee, die aus ganz vielen kleinen, nicht sehr widerstandsfähigen Einheiten besteht und so, und die aber nur hinten stehen und ballern und so, vielleicht liegt dir das ja gar nicht. Also da gibt es ja Vorlieben. Ne? Genau, deswegen habe ich ja gesagt, es ist ja schön, den Robert zu nutzen, jetzt einfach mal ein Gefühl zu bekommen, welche Armeen für was stehen. Sind sie Nahkampfplastik, sind sie Fernkampfplastik? So ein bisschen auch, seid ihr schon immer dieser klasse Typ gewesen, genau, der lieber auf Beschusseinheiten steht, der lieber Scharfschützengewehre gespielt hat bei Counter-Strike oder was ich was, der lieber die Beschusshammer oder eben der Klopper-Typ ist, oder mag man sogar irgendwie auch eine Varianz davon, dass man sagen kann, eine neue Variante, ich mag dieses coole, geheimnisvolle, so, ich mag Magie, ich mag auch Mobilitätssachen, die leicht und schnell beweglich über die Karte kommen, oder irgendwelche sonstigen Sachen mit vielen großen Panzern oder irgendwie sowas spielen. Also das ist irgendwas natürlich, was so einen Charakter von einem Armee auszeichnen sollte, wo ich auch, wie gesagt, selber keine Ahnung habe, aber was für mich auch wirklich sehr wichtig ist, neben der Optik, ich finde optisch sehr viele Armeen, glaube ich, ansprechend, aber mir ist eben auch wichtig, jetzt was auszusuchen, was auf dieses Playstyle, wie du es gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen eingeht. Und deswegen haben wir uns, hast du dir überlegt, so ein bisschen diese ganzen Fraktionen einzuteilen und genau nach diesem Schema es mal ein bisschen kurz und knapp durchzugehen. Und ich denke mal, ich erzähle jetzt einfach erstmal kurz was an sich zu dem Warhammer 40k-Universum, und dann würden wir einfach auf die Armeen eingehen, wie wir uns das jetzt eben gedacht haben, dass wir die Armeen, ich sag mal so, in 4 Dinge untergliedern, was so den Spielstil angeht. Optik natürlich, und dann würde ich sagen Masse oder Nicht-Massenarmee. Ja, stimmt, das ist auch immer noch sehr wichtig.
Und dann ist es eine Nahkampf- oder eher eine Fernkampfarmee oder kann man auch beides spielen, aufgrund der vielen Einheiten, die man zur Verfügung hat. Und ist Magie vorhanden? Also wir, wenn wir jetzt von Magie sprechen, sprechen wir von Psi in Warhammer 40k? Oder ist sie speziell spielbar oder halt auch variabel einsetzbar? Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was habe ich überhaupt an Möglichkeiten, da Einheiten aufs Feld zu schmeißen? Weil es gibt natürlich Armeen, die sehr viel Auswahl mit sich bringen und die kann man dann natürlich auch eher mal variabel spielen, aber es gibt auch Armeen, die jetzt relativ wenig Auswahl haben, aber die dann natürlich auch entsprechend speziell gespielt werden. Und ja, zum Warhammer 40k-Universum ist eigentlich erstmal Folgendes zu sagen: Wir haben so im Kern wir fangen jetzt einfach mal an mit den Menschen und wir nennen das Imperium, die Menschen. Es gibt auch normale Menschen, sage ich mal. Allerdings hat der Anführer des Imperiums, der Imperator, irgendwann mal 20 Legionen von, ich sag mal, einer Art Superkrieger erschaffen. Diese 20 Legionen nannten sich dann Space Marines. Das sind, ich sag mal, genmodifizierte Superkrieger, die auch größer sind in krassen, dicken Rüstungen und so. Und im Laufe der Geschichte haben sich dann einige Legionen, also es waren wie gesagt 20, einige Legionen, gegen das Imperium gestellt. Diese Legionen wurden oft von Primarchen angeführt. Also Primarchen, sagt man so, dass, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, sind so die kleinen Söhne des Imperators, die sind geschaffen worden, aber das sind so auch nochmal stärkere Anführer dieser einzelnen Legionen. Und einzelne Legionen haben sich gegen das Imperium gestellt und sind auf die böse Seite. Also wir haben dann hier das Imperium und dann auf der anderen Seite, also im Kern, diese abgespaltenen oder ich sag mal bös gewordenen Space Marine Legionen, das sprechen wir vom Chaos. Mhm. Und die sind dann im Prinzip so diesen ganzen Chaosgöttern verfallen, die dir als AOS natürlich absolut noch ein Begriff sind. Ne? Also ja. Khorne, Dien, Dienj, Nurgle und Slaanesh. Slaanesh natürlich. Und ich sag mal, das bildet dann so den Kern. Wir haben innerhalb des Imperiums natürlich auch noch nicht nur die Menschen und die Space Marines, sondern wir haben dann auch noch andere Völker, die, ich sag mal, eher so den Maschinen irgendwie als Kult richtig hingegeben sind, die Maschinen auch irgendwie verehren, das zeigen wir euch aber auch gleich noch. Da gibt es natürlich auch noch so riesengroße, gottgleiche Maschinen, die im Imperium sind. Also wir haben im Imperium eine große Auswahl. Dann, wie gesagt, das Chaos. Das Chaos hat sich natürlich auch noch weiterentwickelt. Also es sind nicht nur diese Space Marines geblieben und so. Da gab es dann natürlich auch noch andere Monstrositäten, was so diese Chaosgötter einfach mit sich gebracht haben. Ne? Und des Weiteren sprechen wir noch so von Xenos-Rassen. Das sind im Prinzip nicht menschliche Alien-Rassen, sage ich mal, wo die Necrons einmal drin sind. Das sind kommen so wir gut. gleich. So eine Art Untote oder sowas sehen wir dann gleich noch. Wo aber auch, wenn wir Starship Troopers denken, irgendwie so die Bugs, so eine Art, also unsere Tyranniden hier so, ja, ich sag mal, so absolute mutierte Monsterkäfer irgendwie. So Alien-artig, glaube ich. Ne? Genau, und dazu zählen auch noch die berühmten Grünhäute, also wer Herr der Ringe kennt oder sonst irgendwas, Orks, ist immer ein Begriff. Und dann haben wir auch noch so diese Elder-Rassen, also du hast das, die Elfen quasi. Ne? So. Spitzohren, wie du immer sagst. Genau, die Spitzohren, richtig. Und das bildet dann auch noch, die sind dann auch wieder untergliedert in derzeit drei, sage ich mal, Kernrassen. Die sind dann auch nicht alle unter einem Banner, die haben sich dann auch so ein bisschen abgespalten, wie auch immer. Die einen verkörpern eher das und die anderen sind so unterwegs und so weiter. Und dann haben wir im Prinzip auch noch eine ganz, auch eine Xenos-Rasse, also eine Alien-Rasse. Eine ganz, ganz, ist auch die jüngste Rasse eigentlich im Warhammer 40k-Universum, die Tau, die so, ich sag mal, bisschen Transformers-mäßig dann unterwegs sind oder so. Also okay. Das ist so der Kern erstmal. Und dann würde ich einfach immer mal dazu sagen, wir fangen jetzt mal an mit den Kodizes. Wir haben die jetzt fast alle hier liegen. Und dann erklären wir das einfach mal so ein bisschen. Noch vorab, wie ist das? Würde ich mich jetzt für eine Armee entscheiden? Oder kann ich auch sagen, ich mische die wild durcheinander und kann auch Orks mit Tyranniden beispielsweise spielen? Das ist, also grundsätzlich kannst du das oder könnt ihr das zu Hause natürlich machen, wie ihr Bock habt. Aber wenn man jetzt so auf diesen, es gibt logischerweise Regeln und Tyranniden verstehen sich beispielsweise mit nichts. Mhm. Und da gibt es dann aber genaue Tabellen, wo man sagen kann, diese Rasse versteht sich jetzt mit der ganz gut. Also hat ein Bündnis, ein Kriegsbündnis so oder ist jetzt einfach nur zweckgebundene Allianz.
also wo es einfach auch fluffig oder geschichtlich korrekt ist, das so zu machen. Also es gibt da durchaus Kombinationen, die gehen gar nicht. Ja. Alles mit Tyrannien zum Beispiel. Aber das ist ja immerhin schon mal gut, dass man auch, wenn man eine Fraktion gewählt hat, man eventuell auch da sagen kann, man nimmt jetzt mal zwei zusammen, die in einem Bündnis zusammen agieren und so weiter. Absolut. Da das ja alles als unser freies Spielfeld ist, das ja auch dann einfach, wie ihr das spielen möchtet, ist euch da erstmal auch keine Grenzen gesetzt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der größten, glaube ich, Fraktion an, weil das Buch am dicksten ist. Das als Einsteiger dann das Space Marine, der Space Marine Codex. Das ist das, wie du eben beschrieben hast, hier solche Menschen, nicht mutierte Menschen, sondern so groß und stark gewordene Menschen, der Codex dafür. Genau. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Was sind Space Marines? Das sind im Prinzip so die eine der 20 Orden, der damals gegründet worden ist. Ich glaube, die Ultramarines, das sind ja diese blauen Krieger, die ihr seht. Ich glaube sogar, es war die 13. Legion damals. Die haben, ich weiß nicht, wie man es sich geschichtlich korrekt herleiten kann, ich glaube, sie sind einfach geschichtlich am besten dokumentiert und sie bilden oder so ein bisschen so das Vorbild für andere Legionen im Imperium und sind deshalb natürlich auch irgendwie, haben einen eigenen Kodex gekriegt und auch diese Bewandtnis hier. Und wir haben vorhin von diesen Primarchen gesprochen, also diesen Anführer. Hier gibt es auch einen ganz berühmten Primarchen-Anführer, also Rubut Gulliman. Den sieht man auch hier hinten drauf mit dem großen Schwertchen da an der Hand. Das ist ein Charakter, den kann man hier im Spiel sogar spielen. Man kann nicht alle Primarchen spielen, aber bei den Ultramarines kann man ihn spielen. Und das ist im Prinzip einer dieser genmodifizierten Super-Legionen. Und Masse, um jetzt einfach mal genauer drauf einzugehen, Massenarmee oder nicht, keine Massenarmee, definitiv nicht. Beschuss oder Nahkampf, das kann man eigentlich auch nicht sagen. Der Fokus liegt auf Beschuss, aber sie sind durchaus variabel einsetzbar, sodass du sagen kannst, du hast auch Nahkampfeinheiten zur Verfügung. Magie zur Verfügung, ein bisschen. Also wir haben hier Psioniker, einzelne Psioniker dabei, aber der Fokus liegt auch nicht darauf. Okay. Also man hat einzelne, ein, zwei Einheiten vielleicht maximal dabei, die können dann Psi und mehr aber auch nicht. Mhm. Und speziell oder variabel spielbar, also ich glaube, es gibt keine Armee wie die Ultramarines, die so variabel einsetzbar sind. Okay. So ein bisschen nach dem Motto, alles, aber nichts richtig, aber trotzdem, weil das liegt aber einfach daran, was ich dir vorhin gesagt habe, die Auswahl ist hier einfach gigantisch. Also hier gibt es einfach so viel, es gibt Panzerflugzeuge, Infanteristen ohne Ende. Und genau in diesem Schema, wie es der Robi jetzt dargestellt hat, ne, in diesen Kategorien, die wir eingeteilt haben oder die eingeteilt wurden, dass wir jetzt einfach mal genau für euch, dass ihr diese Keywords und Schlagwörter immer kennt, wollen wir jetzt mal systematisch eben die einzelnen Armeen schön unter die Lupe nehmen. Ich freue mich. Gut. Für mich ist es natürlich noch viel wichtiger, weil ich muss mir jetzt ein Bild machen, mit was ich auch wirklich dann danach anfangen möchte. Gut, das war der erste Codex, die Space Marines, dann kommen die Blood Angels. Die sehen rein optisch, wenn man sich das anschaut, erstmal identisch aus. Nur rot. Nur rot. Und das hat wahrscheinlich auch einen Grund, Robert. Ja, Heimatplanet Baal nennt er sich. Baal, also es ist... was zeichnet die, also es ist natürlich auch einer der 20 Orden, um jetzt was Charakteristisches zu diesem Orden zu sagen, ein Primarch oder deren Primarch, ich weiß, komme gar nicht jetzt genau auf den Namen, der ist, ich sag mal, in Hingabe gestorben, also mit Selbstopferung. Und ich denke auch ähnlich ist dieser Orden hier zu beschreiben, die Selbstopferung ist, oder der Drang oder die, ich sag mal, die Bereitschaft zur Selbstopferung ist hier sehr groß. Mhm. Und entsprechend könnte man sich vielleicht sogar ein bisschen herleiten, wo dann auch der Fokus dieser Armee ist. Das heißt, es ist ein bisschen nahkampfmäßiger, also ein bisschen Close Combat mäßig mit Flammenwerfern und so weiter. Man hat da so ein bisschen diesen Fokus. Also man geht ein bisschen mehr in den Nahkampf. Aber nichtsdestotrotz ist diese Armee natürlich auch noch variabel einsetzbar, weil wir natürlich innerhalb des Imperiums, gerade innerhalb der Space Marines, was ja so eine Überkategorie darstellt, auch wieder viele Einheiten, die wir bei den Ultramarines eben hatten, hier auch einsetzen können. Ja, cool. Also man hat dann hier einfach bei den Blood Angels an sich nochmal ein paar speziellere Einheiten, vielleicht unter den Gesichtspunkten, wie ich es gerade erklärt habe, um da einfach ein bisschen genauer die Blood Angels zu spielen. Also kann man sich einfach Space Marines kaufen und die entweder blau anmalen, um
zu den Ultramarines spielen zu lassen oder können sie rot anmalen. Genau, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Orden, die jetzt aber keinen eigenen Kodex haben. Ah, okay. Ne? Also die haben da eine Sonderregel, aber hier gibt es wirklich spezielle Einheiten für, cool. von den Blood Angels, unter anderem den. Es kommen ja noch ein paar, aber da gibt es dann die verschiedensten Dinge. Also, aber da kann man einfach im Internet mal gucken. Wir halten uns jetzt ganz einfach erstmal. Das wäre dann wahrscheinlich auch keine Massenarmee, so wie du es beschreibst. Ich würde sagen, das ist genauso wie bei den Ultramarines, also keine Massenarmee. Auch eher, ja, obwohl man da durchaus sagen kann, die wollen mehr in den Nahkampf. Mhm. Also man hat natürlich die Option immer noch mit den ganzen Fernkampfsachen, weil man die als Space Marine dann einsetzen kann. Aber man hat hier diese Variabilität, mit dem Blood Angel zu sagen, ich gehe ein bisschen mehr in den Nahkampf. Mhm. Klar, das sind alle Armeen, nochmal kurz für euch, irgendwie auch natürlich in bestimmten Armeenauswahlen auch unterschiedlich einsetzbar. Man kann auch irgendeine Armee, die eigentlich Nahkampflaster ist, auch nur mit Fernkampfarmee spielen lassen, aber wir wollen mal kurz so theoretisch auf den kurzen Überblick einfach. Genau. Also Blood Angels könnte man rein durchschnittlich vielleicht auf den Nahkampf legen. Bisschen mehr, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Jetzt nicht so krass wie andere, aber auf jeden Fall deutlich mehr als normalerweise. Magie haben wir ja auch, genauso wie bei den Space Marines. Da legt aber nicht der Fokus drauf. Man hat ein paar Einheiten, aber das war's dann. Und sie sind sowohl speziell als auch variabel spielbar. Durch die Blood Angels an sich sind sie auch durchaus spezieller spielbar. Das heißt, aufgrund der vielen Flammenwerfer oder dann, sag mal, Einheiten mit Nahkampfoptionen hat man dann natürlich schon eher so ein Ziel, spezieller zu spielen. Aber sie sind auch völlig variabel einsetzbar. Okay. Das ist gut. Dann nehmen wir nämlich gleich den nächsten Codex, der ganz gut in die Reihe der Menschen auch passt. Das sind die Imperial Knights. Es sieht doch nicht aus wie eine Reihe der Menschen, sondern es sieht aus wie eine große Roboterarmee mit fetten Viechern. Also, exakt, so ist es. Was man hier auf den Bildern gezeigt bekommt, das sieht schon eindrucksvoll aus. Ja. Und auch nicht so viel. Ja, das ist auch eindrucksvoll, wenn man so ein Ding eigentlich auch auf dem Schlachtfeld stehen hat. Wir können ihn ja theoretisch auch mal einen zeigen, aber da ist hinten so eingepfercht. Es sind große, es ist auch eine Unterkategorie des Imperiums, es sind riesengroße, gottgleiche Maschinen fast. Es gibt da noch deutlich größere als die hier. Noch größer als die? Ja, ja, die sind dann aber auch nicht so groß. Direkt von Games Workshop, okay. Aber es gibt dann auch wirklich Viecher, die sind richtig groß. Es sind im Prinzip die kann man auch mal im Kindergarten vorbeischicken dann. Ja, das ist haushoch auf jeden Fall. Es sind große, haushohe Maschinen. Die natürlich ein Ziel verfolgen und das ist nach vorne. Und die können mächtig schießen, die haben auch riesengroße Schwerter dabei oder Energiekrallen und so. Und es sind halt einfach so die Kampfläufer des Imperiums, sage ich mal ganz einfach. Definitiv keine Massenarmee, also wir haben bei einem normal großen Spiel, so ich sag mal, je nach Zusammenstellung, ich sag mal, 4 bis 6 Einheiten auf dem Schlachtfeld. Ne? Das sind dann aber hier auch 4 bis 6 Modelle, oder? Ja, ja, 4 bis 6 Modelle, meine ich. Und entsprechend haben wir da absolut keine Massenarmee. Der Fokus liegt ganz klar hier auf Fernkampf. Man kann sie dann natürlich aber auch so ausrüsten, dass sie im Nahkampf gehen wollen. Okay. Aber wenn wir die Imperial Knights, wenn wir uns jetzt einfach mal so Kampfroboter vorstellen, dann es ist Beschuss, da liegt auch der Fokus. Wie gesagt, man hat die Option, man kann sie auch anders waffentechnisch ausrüsten, dann können sie im Nahkampf, aber ich sag... Also ihr könnt immer dann, wenn ihr eure Figuren auch zusammenbaut, habt ihr meistens unterschiedliche Möglichkeiten, welche Bewaffnung die tragen sollen, aber ihr könnt auch dann mit eurem Spielpartner auch einfach entscheiden, je nachdem für welches Spiel eben welche Waffenoption ihr jetzt gewählt habt, weil die auch, glaube ich, auch unterschiedliche Punkte kosten. Absolut, genau. Und ja, Magie, also Psi zur Verfügung, nein, man gar ist dem nichts, null. Hoffnungslos ausgeliefert, man wartet ab in dieser Phase des Spiels und speziell oder variabel spielbar, definitiv ganz speziell, ganz speziell. Okay, schick. Dann kommen wir zum nächsten Codex, das ist Adeptus Mechanicus und die Rückseite zeigt hier solche, was das Bild scharf ist, also so kleine Robotermännchen. Ich würde jetzt auf den ersten Eindruck sagen, die sehen, keine Ahnung, wie gut euch damit auskennt, aber bei Star Wars gab es mal dieses Rennen, wo immer dieser Anakin Skywalker rumgefahren ist. Und da gab es immer so kleine Roboterviecher, die in diesen Wüsten oben gehangen haben. Oder meinst du die Sandleute oben? Die sind doch so Sandleute, ja? Die saßen immer in diesen... Ich dachte Roboterviecher. Ja, die sind Sandleute, genau.
Sandleute, stimmt, das sind gar keine Roboter gewesen. Ja, Sandleute, die haben dann oben von den Wüsten mit so langen Scharfschützen Okay. auf die Renner geschossen. So sehen die ungefähr aus. Auch ein Teil des Imperiums, und das habe ich ja vorhin kurz erklärt, es gibt ein Volk, was so diesen, die Maschinen verehrt. Mhm. Das Adeptus Mechanicus erbaut für das Imperium sämtliche Maschinen, Panzer und so weiter. Alle im Prinzip. Aber sie haben eine Art Kult entwickelt im Prinzip, das Adeptus Mechanicus. Also die glauben an einen Maschinengeist, okay. Also an das Leben in einer Maschine. Und entsprechend sind die dann natürlich auch unterwegs. Und wenn man sich den Fluff von denen mal durchliest, das ist zum Teil auch wirklich sehr witzig. Aber es wird auch wirklich erzählt, dass so die Maschinen zum Teil auch leben und auf gewisse Dinge reagieren. Und entsprechend, C3PO zum Beispiel. Ja, aber ja, Entschuldigung. Aber wie auch immer. Aber wenn du jetzt mit deinem V8 redest da und der springt dann mal nicht an, weil du was Böses gesagt hast, dann würdest du dich auch wundern. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall entsprechend, sage ich mal, speziell sind auch so die Maschinen, die man hier in diesem Volk hat. Man hat, sind ein bisschen eigenartig. Ihr müsst euch das einfach dann mal genauer angucken, vielleicht im Internet, wie du es auch schon gesagt hast. Mhm. So diese Grundtypen sind so eine Art Sandleute, aber die haben dann so Wüsten, Dune-Crawler, also so Wüstenspinnen, sage ich mal, mit fetten Geschützen obendrauf. Die haben so eine so Art, denkt an Baymax, den Film, diese Roboter, die da rumlaufen und die sind dann mit fetten Geschützen ausgestattet. Die haben irgendwelche kleinen Kettenfahrzeuge mit fetten Geschützen obendrauf. Ist alles so ein bisschen skurril. Cool, aber, also auf jeden Fall. Man muss sie mögen, man muss sie mögen. Man muss auf Maschinenkram stehen. Das auf jeden Fall, ja. Also, falls man die Maschinen geil findet. Ja, Massenarmee, nicht Massenarmee, keine Massenarmee, auf jeden Fall nicht. Man kann sie vielleicht so spielen, wenn man viel... Aber nein, es ist keine Massenarmee, definitiv eine Fernkampfarmee. Es gibt zwar einzelne Möglichkeiten, die auch in Nahkampf rennen zu lassen, aber ich sag mal so, das ist, kann sich nicht mit anderen Armeen messen. So in der Masse. Also da müssen gewisse Voraussetzungen dann geschaffen werden im Spiel, wo man dann sagt, jetzt hat man eine gute, jetzt können die was im Nahkampf reißen, aber es ist definitiv eine Beschussarmee. Magie, sie, gar nicht. Gar nicht. Nichts. Und man kann natürlich dann wieder einzelne Imperiums-Dinger von anderen Völkern, man kann ja Imperium auch so ein bisschen variabel. Dann, als Verbündete. Genau. Ja. Da könnte man da was mit reinnehmen, aber das Adeptus Mechanicus an sich nichts. Ja. Und sie sind deshalb auch, ich sag mal, aufgrund der ganzen Gegebenheiten eher speziell spielbar. Also es sind durchaus variabel einsetzbar, aber der Fokus ist schon eher speziell. Fühlt sich gut an. Warum ihr hier so gelben Zettelchen oben klebt, das heißt nur, dass der Codex dem Robert gehört. Und genau, ich spiele die, ich kann die nur empfehlen. Da sind seine Notizen drin, für besonders wichtige Strategien. Weiter geht's in unserem Programm. Adeptus Custodes. Das sind... Auf dem Bild hinten sieht man ein paar coole, extrem fett in Gold gepanzerte Menschen auch, oder? Genau. Das sind auch Menschen, die ein bisschen aussehen wie Stormcast bei OS. Genau. Ich habe von dem Imperator gesprochen schon ein paar Mal, dem Anführer der Menschheit. Und das ist jetzt zwar keine der 20 Legionen an sich, aber das ist im Prinzip die Leibwache des Imperators, des Adeptus Custodes. Das heißt, die sind wirklich in den inneren Reihen des Tempels unterwegs oder der Mauern, wo der Imperator sich einfach aufhält und sind für die Sicherheit des Imperators zuständig. Und sie sind aufgrund der geschichtlichen Gegebenheiten einfach dazu gezwungen worden, beziehungsweise es ist dazu gekommen, dass die auch jetzt langsam aus diesen Mauern rausgekommen sind, um einfach bei der Verteidigung des Imperiums zu helfen und sind deshalb auch aktiv ins Kriegsgeschehen mit eingestiegen. Und wir reden hier von absoluten Elitekriegern. Also gar keine Massenarmee? Nein, null. Okay. Absolute Elitekrieger, also einzelne Typen. Der Fokus ist es halt eine Elite-Infanterie-Armee mit. Man kann einige Fahrzeuge, Kampfläufe adaptieren, aber es ist absolut elitär, also absolut keine Massenarmee. Der Fokus, wo liegt der Fokus? Sie können alles. Der Fokus liegt eher im Nahkampf. Wir haben natürlich Beschuss dabei auf jeden Fall und der Beschuss ist auch verdammt gut. Die treffen auch alle verdammt gut, aber ich sag mal so, die sind richtig glücklich, wenn sie im Nahkampf kommen. Okay. Da ist die Glückseligkeit, auch wenn man so den Fluff liest. Also
mit welcher Hingabe und Perfektion die sich im Kampf bewegen und ihre Schwerter oder beziehungsweise Äxte da bewegen oder Speere, da liegt schon der Wille im Nahkampf. Und Magie haben wir gar nicht. Auch nicht. Nee, aber wir haben eine gewisse Resistenz an Magie. Das heißt, wenn da mit Magie oder durch Magie Schaden zugefügt wird, dann gibt es eine geringe Chance immer für jede Einheit oder jedes Modell, dass man diesem Schaden widerstehen kann. Okay. Also es gibt eine Resistenz. Und die sind definitiv spezieller spielbar, also nicht sehr variabel. Okay. Adeptus Custodes. Dann packen wir meinen nächsten aus. Das ist das Astra Militarum. Und auf der Rückseite erkennt ihr das vielleicht auch ein bisschen. Das sieht aus. Hier vorne sieht man auch einen Mensch mit so einem Piratenteil drauf und auf der Rückseite viele kleine Männchen und Panzer, wie so eine klassische Armee aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Sieht auch klassischerweise nach Menschen aus, was ich Menschen vor mir habe. Das sind Menschen, ja. Das ist so der, ich sag mal so, der Kern des Imperiums. Okay. Das sind die Menschen. Mhm. Und aber auch die Panzer, die man hier hinten drauf sieht, die wurden vom Adeptus Mechanicus gebaut. Okay. Aber das sind die Menschen. Die haben alles, was man so als, ich sag mal, Menschenspieler haben möchte. Die haben Artillerie, die haben irgendwelche Raketenwerfer, Batterien, die haben dicke Panzer, kleine Panzer, schnelle Transportpanzer mit Flammenwerfern obendrauf, übertrieben große Panzer, die haben irgendwelche, ich sag mal, so eine Art Heavy Weapon Teams, die dann irgendwie mit einer schweren Kanone in ihrem Schützengraben hängen und dann ballern, Mörsertrupps, Flieger, die haben alles. Also die haben wirklich sehr, sehr viel, riesengroße Auswahl. Und Massenarmee, die sind variabel einsetzbar, kann man so sagen. Also ich sag mal so, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man jetzt 5, 6, 7 große Panzer da auf dem Feld hat, dann sind natürlich irgendwann die Punktekosten erreicht. Ja. So, ne? Aber sie sind auch durchaus, gerade so was die Infanterie angeht, als Massenarmee spielbar. Das heißt, da ist durchaus Variabilität, aber ich sage mal, so wie man sie aktuell spielt, ist es eher eine Massenarmee. Okay, also viele Infanterietruppen. Ja, absolut. Nahkampf, Fernkampf, bitte kein Nahkampf. Bitte kein Nahkampf. Nein, also okay. Dafür gibt es dann diese vielen, man spricht von Meat Shields, kennst du als AOS-Spieler natürlich auch. Mhm. Man hat Fleisch. Infanteristen als Schild vorne stehen, um einfach so die heranstürmenden Nahkampfarmeen ein bisschen abzuwehren, bis dann die. Also, halt, dass man die erste Reihe totschießen und mit der zweiten Reihe länger durchhalten zu können. Genau, das sind halt Opfer, die man bringen muss. Deswegen gibt es halt diese Infanteristen. Also Fernkampf, definitiv. Ja. Und Magie, auch einzelne Psioniker, okay. Aber nicht definitiv. Kein Fokus drauf. Definitiv nicht, nein. Okay. Und dadurch auch. Sie sind durchaus variabel spielbar, aber es ist durchaus spezieller, weil halt auch so der Fokus auf den Beschuss liegt. Ne? Okay, auf den fetten Bumm. Genau. Cool. Klassische Menschen im 40k Universum. Astra Militarum. Dann machen wir weiter mit den Dark Angels. Und ihr kennt es auf dem Bild auch. Hier sieht es auch ähnlich aus, als ob das eine von den Orden oder Legionen von den Space Marines wäre. Eine von den 20, das ist sogar die älteste der 20, die Dark Angels, war die erste auch. Und ja, hier bleibt uns eigentlich nicht zu viel zu sagen. Wenn euch die Dark Angels, die sind grün, dunkelgrün bemalt, die sind auch nochmal spezieller spielbar, haben jetzt aber nicht so viele, ich sag mal, spezielle Einheiten, die jetzt, also klar, kann man das machen, aber ich sag mal so im Groben, ohne da jetzt zu weit zu gehen, sie sind Space Marines. Ne? Okay. Und da sind auch die gleichen Gesichtspunkte. Keine Massenarmee, eher eine Fernkampfarmee, die durchaus variabel, aber spielbar ist. Wenig Magie bis gar nicht, ne? Oder also wenig, und die ist variabel spielbar. Also auch, zählt auch bei den Dark Angels. Merkt man bei den Space Marines, dass sie sich alle so. Aber sie sind trotzdem alle unterschiedlich. Ne? Die sie haben alle unterschiedliche Buch, Fähigkeiten, ja? Eigene Bücher, absolut. Eigene Treuefähigkeiten. So nach dem Motto. Ja. Und eigene Equipment, eigene Waffen. Eigene Einheiten. Also da, wie gesagt, schaut bei Games Workshop nochmal genau auf der Seite. Da gibt es schon speziellere Einheiten, was diese Dark Angels natürlich auch berechtigt, jetzt hier so ein eigenes Buch zu haben, ne? Und einen eigenen Kodex. Ja. Und jetzt natürlich mega geil. Um die Reihe fortzusetzen, die Space Wolves. Auf der Rückseite sieht ihr es auch,
die sind auch ähnlich von der Einheitenausstattung her, nur alles hier so in so einem hellblau, sage ich jetzt einfach mal, und überall so Pelze rumhängen. Sieht aus wie der nordische. So, da war die Aufnahmezeit erreicht, die maximale. Wir waren bei den Space Wolves angelangt. Also, es sind immer noch Space Marines, ja, ganz klar. Aber wer so ein bisschen auf diese nordischen Sachen, so diese ganzen nordischen Gottheiten auch steht und so Fenriswölfe und so und fette Äxte, Wikinger-Typen, geile Typen zum Beispiel, das ist genau mein Ding, finde ich halt übertrieben geil. Aber er ist noch eingepackt. Meinen Körperschmuck sehen würde, wenn ich mich ausziehe. Die ganzen Ringe an den Brustwarzen. Ja, genau. Nicht nur da. Nein, aber letztendlich ist er noch eingepackt. Ne? Also ja, der Robert, das ist nicht nur, weil er ihn hat und geil findet, sondern er hat ihn gar nicht. Ich hab die nicht. Nee, aber ich finde es geil. Also ist auch ein geiles Setting, wenn man auf so Nordsachen steht. Ja, aber kann man, es ist keine Massenarmee. Es sind Space Marines immer noch, aber die haben wirklich auch viele spezielle Einheiten. Nahkampf, Fernkampf, es ist immer noch Space Marines, aber die Space Wolves wollen den Nahkampf. Die wollen mit ihren großen Echsen definitiv draufkloppen. Ja. Magie, Space Marines, also wenig bis gar nicht, ein paar Einheiten halt, ne, von den Space Marines. Und speziell oder variabel spielt man sie als reine Space Marines, Space Wolves sind sie spezieller spielbar, weil man natürlich, ich sag mal so, die Absicht hat, Nahkampf zu gehen. Cool. Aber es sind immer noch Space Marines. Man hat die große Auswahl im Rücken. Das finde ich wirklich cool, um das so kurz einzuschneiden. Einfach, man kann sich irgendwelche Space Marine Boxen kaufen. Fast alle. Und sich so ein bisschen Fluff durchlesen und dann sich einfach von bemalungstechnisch, farbtechnisch was aussuchen. Sehr cool. Dann haben wir die Grey Knights. Und ohne viel vorwegzunehmen, aber ihr ahnt es, wenn ihr euch das Bild anschaut. Geht's weiter mit dem nächsten Orden? Ja, alles in Grau. Genau, so nach dem Motto, Grau-Silber, die Grey Knights, auch hier, wir sprechen wieder von Space Marines. Allerdings ist es, das wird jetzt spieltechnisch eigentlich nicht so richtig wiedergespiegelt, aber wir sprechen hier eigentlich auch von einer absoluten Elite-Armee. Ähnlich wie die Adeptus Custodes, also diese goldenen Krieger vorhin. Spielerisch geben die das aber nicht so ganz, oder spiegeln sie das nicht so ganz wieder. Aber wenn man den Fluff oder die Geschichte so ein bisschen liest, da sind die Grey Knights auf jeden Fall auch ganz elitär und ähnlich krass drauf wie die Custodes. Aber es sind Space Marines. Was macht die Grey Knights aus? Es ist immer noch keine Massenarmee. Es sind immer noch Space Marines. Das heißt, die können immer noch eine Fernkampfarmee sein. Die Grey Knights haben aber sehr, sehr viele Einheiten, die ähnlich wie die Custodes oder die Space Wolves im Nahkampf rollen. Okay. Extrem. Magie oder Psi. Extrem. Extrem? Ja, sehr viel. Also hier ist der Fokus wirklich auf Psi. Also man legt hier, die Grey Knights haben viele Psi- oder magieerfüllte Waffen, magieerfüllte Rüstungen und so weiter. Also sie sind wirklich, sie sind eins mit dem Psi. Cool. Und haben auch da den Fokus. Und da können auch kleinere Einheiten schon zaubern. Aber ich habe schon sehr viele Battle Reports auch mal bindet über 40k mir mal so durchgelesen, angeschaut, aber oft gespielt habe ich die nicht gesehen. Nee, die sind halt sehr schlecht momentan. Ne? Aber ich sag mal so, ich weiß, dass die momentan, das ist eine der beiden, drei oder eine der drei schlechtesten Armeen derzeit. Das liegt natürlich am Buch. Aber ich würde diese Armee jederzeit spielen, wenn mir einer so eine anbieten würde, eine Armee für mich zu bemalen, Grey Knights, das wäre mit. Also unter den Top 3, weil ich die einfach nur geil finde. So diesen Style, Nahkampf und wenn man so ein bisschen die Geschichte gelesen hat jetzt, wie die sich einfach, wie die auftreten und wie die drauf sind, das finde ich einfach geil. Außerdem, also, wie gesagt, ist nicht wichtig, nochmal müssen wir das betonen, nicht darauf zu achten, wie die Meta gerade ist, auch wenn wir nicht über die Meta sprechen, weil durch Spieländerungen, FAQs, durch neue Regelbücher kann sich immer vieles wandeln und dann hat man irgendwas ausgesucht, was gerade gut ist und dann ist es vielleicht in 2 Monaten nicht mehr gut. Deswegen exakt nicht den Fokus darauf legen. Und die sind spezieller spielbar entsprechend, aber auch noch variabel, weil es noch mehr so ist. Nee, alles gut. Machen wir weiter in dem Setting. Was haben wir denn jetzt? Als letztes, glaube ich, von den Space Marines. Ach, Deathwatch. Okay. Die Deathwatch. Als letzte Farbe, die noch übrig war, gefühlt, neben Gelb noch Schwarz. Deathwatch, schwarze Space Marines, ja, 24. Orden. Nee, falsch, jetzt muss ich kurz überlegen. Deathwatch ist keiner der 20 Orden. Deathwatch ist, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe,
der verlängerte Arm der Inquisition im Prinzip. Also ich sag mal so, das Imperium ist natürlich viel auf, ja, ist sehr viel göttlich, sehr viel, jetzt vergleichbar bei uns mit kirchlich. Ne? Also okay. Der Glaube spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und das nennt man das ist die Inquisition. Und die Inquisition hat im Prinzip hier ihren militärischen Machtarm mit der Death Watch. Die Death Watch rekrutiert aus allen Legionen, die jetzt noch im Imperium sind, spezielle Elitekrieger. Oh. Die kommen dann hier in den Death Watch zusammen und sind im Prinzip für Xenos-Kriege ausgebildete Elitekrieger. Das heißt, sie sind wirklich speziell dafür geschult und bewaffnet, gegen Xenos-Alien-Rassen zu kämpfen. Cool. Haben die spielerisch auch gegen die gegenüber Vorteile? Oder? Ich glaube, die haben sogar Sonderregeln gegen Xenos, also gegen so Alien-Rassen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe sie selbst auch noch nicht gespielt. Du hast ja einen Fluff gelesen. Eine Geschichte so ein bisschen Fluff, ja klar. Aber entsprechend, man hat natürlich jetzt, da liegt viel Fokus auch auf Infanterie, aber auch auf sehr spezialisiertere Infanterie. Das heißt, wir haben ungewöhnliche, ich sag mal, relativ ungewöhnliche Konstellationen an schweren, speziellen Waffen innerhalb der Infanterie-Squads und so weiter, die sehr, sehr geil sein können, definitiv. Mhm. Also auch hier noch Space Marines, aber da würde ich nochmal sagen, das ist auch wirklich nochmal ein Fall für sich, weil wie hier auch wirklich, wie ihr das vorhin hier hinten auf dem Bild gesehen habt, man hat auch nochmal speziellere Flieger, wie das bei den Space Wolves vorhin natürlich auch war und so. Also sie sind immer noch keine Massenarmee, definitiv nicht. Fernkampf würde ich sagen, ist ein Mix aus beiden, aber ich sag mal, die Fokus liegt eher auf dem Fernkampf, würde ich sagen. Man hat saugeile Variationen aus geilen, schweren Waffen in den Infanterie-Squads. Magie oder Psi vereinzelt wieder, da liegt auch nicht der Fokus wie bei den Grey Knights drauf. Und sie sind durchaus variabel spielbar, aber es macht es natürlich spezieller, wenn man gerade so, weil es ist viel Infanterie auch, da muss man natürlich spezieller spielen, wenn man mit Infanterie agiert. Ne? Mhm. Aber man hat gewisse Vorteile. Deathwatch war das. Sehr das cool. War optisch Hammer. Optisch sehen sie auch gut aus, obwohl schwarze Bemalung, um das kurz mal zu sagen, auch immer nicht so das Einfachste ist. Aber sehr interessant. Das war das Letzte aus der Reihe der Menschen. Und gehen wir mal rüber zu der Reihe der Xenos-Bücher. Er hat aufgepasst. Ich lerne. Ja, gut. Außerdem stehe ich auch neben dir und kann alles sehr gut verstehen. Das sind die Tyranniden. Und das erkennt man jetzt richtig cool auf dem Bild. Diese großen Bugs-Viecher hier, die auch in zahlreichen Modellen hier abgebildet sind. Und keine Ahnung, wer den Film Alien vs. Predator kennt. Ich auf jeden Fall würde sagen, die sehen genauso aus wie die Aliens aus diesem Film. Also Starship Troopers finde ich noch passender fast. Den Film kenne ich nicht. Achso, okay, danke. Aber richtig geile, große Viecher mit viel Haut und die einfach aussehen, als ob sie schnell jemanden umbringen können. Ja, mutierte Riesen, Ameisen, Käfer, Viecher. Was gibt es zu den Tyranniden zu sagen? Also, ich sag mal, hätte das Böse einen Namen, dann wären es die Tyranniden, weil die Tyranniden wollen einfach alles. Die wollen alles auffressen. Die sind durch das Universum im Prinzip ziehen die, um einfach sich zu vermehren, Beute zu machen, um sich einfach zu überleben und fressen dabei einfach alles auf. Die haben keine Verbündeten, außer Gene Stealer, Kults, den Kodex haben wir nicht hier, können kurz darauf eingehen. Das sind im Prinzip Menschen, die sich die Tyranniden so verehren und deswegen aber auch Mutationen irgendwo überall haben und so. Aber ansonsten, Tyranniden verstehen sich mit nichts und niemanden. Und wir haben hier eine absolute Massenarmee. Sie sind klar auch spezieller spielbar, wenn man größere Modelle, aber der Fokus liegt auf Masse, definitiv. Nah- oder Fernkampf, absolut Nahkampf. Man hat aber auch hier wieder die Option, auch ein paar fette Viecher im Hintergrund stehen zu lassen, die dann schießen können. Cool. Schießen im Spalt. Ne? Ja, sind so Biowaffen. Ne? So, also das ist was Spezielleres. Leute, es schneit. Es schneit draußen. Ja. Sieht Magie. Sieht hübsch aus. Ja, auf jeden Fall. Magie auch. Warp, also beziehungsweise Psi. Wir haben eine gute Psi-Armee. Gerade auch so, was die Magieresistenzen angeht, kann diese Armee sehr, sehr gut sein. Oder beziehungsweise Resistenzen,
beziehungsweise den Gegner daran zu hindern, gut zu zaubern. Okay. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Möglichkeiten vorhanden. Mhm. Und aufgrund dessen, dass es natürlich eine sehr, sehr nahkampflastige Armee ist, ist es auch spezieller spielbar. Nicht, war durchaus auch variabel, aber es ist eher spezieller. Cool. Die wollen halt nach vorne und wollen fressen. Klingt interessant. Aber hier auf jeden Fall müsste man bemaltechnisch einiges rausholen. Es geht sehr schnell. Geht schnell? Ja, ja, das ist einfach. Also grundieren, schäden, bisschen bürsten, fertig. Cool. Ich hab's ja vorgemacht. Dann machen wir weiter in der Reihe. Die Necrons. Die sind rein optisch jetzt mal. Fokus braucht immer so ein kleines bisschen, sehe ich. Wie man sich so das richtig geil vorstellt. Untote Skelette im 41. Jahrtausend. So sind es auch. Metallskelette. Das Metallskelette mit hellgrün leuchtendem Design. Ja. Super cool. Von der Aufmachung. Super Style-Faktor. Ja, finde ich auch sehr, sehr, also eine wirklich schöne Armee. Sind so diese langsamen Skelettkrieger, die immer wieder aufstehen. Und egal was los ist, also so ist es auch im Spiel, wenn die da umgeballert werden, gibt es immer noch eine Chance, dass die nochmal aufstehen und so weiter. Sind so die metallenen Skelettkrieger, die, ich sag mal so, optisch, wie könnt ihr euch das vorstellen, wie kannst du dir das vorstellen? Man hat so ein bisschen, es ist teilweise so ein bisschen ägyptisch angehaucht. Man hat große Monolithe, die da rumschweben, man hat so große Baken, Skarabäen und so weiter. Also sind so die metallenen Skelettkrieger. Haben wir hier eine Massen oder eine, es ist ein Zwischending, also die werden völlig unterschiedlich gespielt, aber das würde ich tatsächlich als Zwischending bezeichnen jetzt mal. Nah- oder Fernkampf, ich würde sagen, die wollen zwar nah dran, aber doch im Fernkampf bleiben, weil die haben, wenn sie näher dran sind, einfach die Option, dass sie dann mehr schießen können. Ne? Also je näher sie am Gegner dran sind oder ab einer gewissen Reichweite, aber der Fokus liegt auf Nahkampf und Fernkampf, definitiv. Magie oder Psi, gar nichts. Gar nichts. Nichts. Skelette, untote Skelette, die nicht zaubern, Psi können, okay. Und speziell oder variabel, die sind durchaus variabel einsetzbar, aber es ist auch spezieller, weil die Necrons sind sehr langsam. Es gibt auch da wieder Unterschiede. Also wie gesagt, die Spezialisten unter euch nagelt mich da nicht fest. Es gibt immer Möglichkeiten, das sehr speziell zu spielen, aber wenn man das im Allgemeinen betrachtet, sind sie halt sehr langsam. Und man verfolgt halt trotzdem irgendwie ein Ziel, man muss trotzdem irgendwie so nach vorne, muss dann die richtige Distanz behalten. Entsprechend würde ich sagen, die sind spezieller spielbar. Okay, Necrons waren das. Jetzt neu, jetzt kommt auch mal mein Wissen ins Spiel, das weiß ich nämlich, weil das ist glaube ich der neueste Codex, der rausgekommen ist. Genau. Die klassischen... Oktober! Oktober sind sie rausgekommen, die grünen heute. Die natürlich in so einem Fantasy-Setting nicht fehlen dürfen. Nee. 41.000 Orks. Orks in der Zukunft. Ne? Das ist eigentlich unvorstellbar für die meisten Menschen, warum man Orks immer mit großen Äxten eigentlich in Verbindung haben sie aber bringt. Trotzdem. Aber haben sie trotzdem. Klar. Gut, dann haben sie die weiterhin, aber sie sind auch auf, wie man es hier schön sieht, auf irgendwelchen Buggies oder Bikes unterwegs. Speed Freaks. Was bei uns auch noch mal bald ansteht, auf jeden Fall, ist Speed Freaks spielen. Das soll ein geiles Autorennspiel sein. Guck mal, ne? So sagt man so. Twisted Metal auf dem, ich weiß nicht, ob du das noch kennst von der PlayStation früher. Ich kenne Mario Kart. Du bist zu jung. Ja, Orks. Leute, was, oder Marcel, was kann ich jetzt zu Orks sagen? Orks sind Orks. Orks sind witzig, Orks sind eigenartig, Orks haben geile Namen. Orks, also als allererstes einmal, Massenarmee oder nicht Massenarmee? Ja, es ist eine Massenarmee. Man kann aber auch hier wieder einzelne riesengroße Einheiten hinstellen, dann ist es keine Massenarmee, aber Orks sind typischerweise definitiv eine Massenarmee. Mhm. Wenn ihr Orks spielt, mit so einem Standard-Setting und was auch durchaus nachvollziehbar ist, weil Orks halt geil sind, kauft euch viele Würfel. Kauft euch verdammt viele Würfel. Man braucht viele. Orks schießen verdammt viel. Es trifft zwar nicht viel, aber die schießen so viel. Bestellt euch dazu gleich mal ein 100er Pack Würfel und einen großen Eimer. Das ist durchaus realistisch mal. Ne? Geil. Mit an die 100. Also ich sag mal so 50. 40, 50, 60 Würfeln kann das schon mal passieren, dass man die braucht. Kauft euch viele Würfel und am Ende bleibt trotzdem nichts übrig. Also die treffen halt sehr schlecht. Aber Orks sind halt einfach Orks. Massenarmee, ja. Nahkampf, Fernkampf, ist variabel, aber da würde ich auch so die Mittellinie auch mal ziehen. Also die wollen schießen,
Ja, die haben auch Fernkampf, aber die können halt nicht sehr gut schießen. Also ich würde sogar, würde sie nah Fernkampf mit Fokus auf Nahkampf legen, weil die okay. sind halt besser, wenn sie dran sind. Ne? Die schießen so gerne, aber wenn man vor dir steht und seine Axt benutzen kann, ist es besser, wenn er 50 Meter weiter über die Straße steht mit irgendeinem Bolter. Also wenn er da 40 Schuss drin hat, ist die Chance gering, dass er dich trifft. Also schießen sie gerne, aber es wäre besser für sie, falls sie nach vorne gehen. Genau. Sagen wir es mal so. Schießen mit Platzpatronen. Ja, auch regeltechnisch ist es unfassbar witzig zum Teil. Da gibt es nette Gimmicks bei den Orks. Also es ist einfach lustig, macht Orkspieler zu sagen. Sie haben auch geile Namen. Wie ja. heißt dieses coole Flugzeug, was sie haben? Wenn du euch immer zuziehst. Wir können doch mal gucken hier. Ja, also war es Boom Blaster Jet oder Blitzer Bomber Dagger Jet und Burner Bomber? Also war auf jeden Fall die. Hat man das gesehen überhaupt? Ja. Die Kreativabteilung bei Games Workshop war auf jeden Fall ordentlich zugange. Ja, also Orks sind halt einfach witzig, ne? Ich glaube, die ganzen Waffen heißen auch so, die heißen auch Bazookas und was ich weiß, ne? Das weiß ich sogar. Magie, nichts und eher spezieller spielbar. Absolut. Eher speziell. Variabel einsetzbar, aber trotzdem spezieller. Ich habe weiterhin aufgepasst, das ist, glaube ich, das letzte Buch in der Xenos-Reihe. Was wir da haben, ja. Das ist Tau. Tau Empire. Wie man sieht, ein großer weißer Haufen an Maschinen und großen Robotern, ja, Transformers, wenn man sich das Bild jetzt hier mal so anguckt, trifft es ganz gut die Beschreibung. Die sehen wirklich so aus, als ob sie es, sich als weiter verwandeln könnten, aber ja. Das können sie wahrscheinlich nicht. Das jüngste Volk im Warhammer 40k-Universum tatsächlich, aber okay. hochtechnologisiert, sagt man, ich hoffe es. Neuesten Technologie. Genau. Ja, als Rasse an sich, die folgen im Prinzip so dem höheren Wohl. Das heißt, die scheuen sich auch nicht mal Allianzen einzugehen, sind eigentlich ein recht friedfertiges, also das heißt friedfertig nicht, sonst würden sie ja nicht so Einheiten haben, aber die sind durchaus gewollt, auch mal Allianzen einzugehen, sind daher recht variabel, folgen dem höheren Wohl, wenn das höhere Wohl ein Ziel hat, dann folgen sie dem, wie sehr junges Volk. Es sind einfach fette Roboter, kleine Roboter, die hinten stehen und richtig böse ballern können. Massenarmee, ja, nein, würde ich okay. nicht sagen. Mhm. Ist auch variabel, aber grundsätzlich erstmal nicht. Definitiv eine Fernkampfarmee. Bitte keinen Nahkampf. Also, falls da jemand drauf steht, große Roboter hinzustellen, die ordentlich über das Spielfeld heizen. Ja, definitiv Tau. Nichts an Magie, gar nichts, also nahezu nichts. Nahezu nichts. Und speziell spielbar, definitiv. Weil man natürlich gucken muss, wenn man hinten steht und ballert, eine Ballerburg hat, dass man die irgendwie geschützt kriegt. Ne? Aber man redet ja hier nur von Maschinen. Ja, gibt's ja so? Nee, das sind so Krot, gibt es schon noch, also die sind okay. schon sind so eine Art Fische, die Typen irgendwie ein bisschen. Okay. Gibt es so R2D2s, die da rumfahren und andere Maschinen reparieren? Es gibt nämlich hier so kleine Viecher, die sehen aus wie so Drohnen, die da rumfliegen. Ich muss sie mal kurz ins Bild zeigen. Ne? Ihr seht das mal hier oben. Hier sind überall so kleine Drohnen abgebildet, hier, die fliegen durch die Gegend. Hier unten, der hier, der sieht wirklich so aus. Also ganz im Ernst, der sieht aus wie R2D2. Hat es gibt tatsächlich so eine Art Reparaturbot. Ja, aber die Drohnen werden hauptsächlich dafür benutzt, um einfach eine Waffenplattform darzustellen oder eine Schilddrohne zu sein. Das heißt auch größere Modelle, angrenzende Modelle zu schützen. Cool. Tau. Sehr cool. Letzte in der Xenos-Reihe. So, jetzt steigen wir ein in das große Chaos-Universum und damit der letzte großen von den drei Kategorien. Das als erstes sind das die Chaos Space Marines. Und ich gebe das auch mal wieder, was du eben schon ein bisschen gesagt hast. Das sind wahrscheinlich die mutierten Space Marines, die ins Chaos übergetreten sind, die genau. damals ein Orden oder eine Legion waren und jetzt dem Chaos sich zugehörig fühlen. Hier, sage ich einfach mal, haben wir die Space Marines, die Ultramarines, klassische Gegenstück dazu, die klassischen Chaos Space Marines. Die spielen sich im Prinzip so, wie die Space Marines, nur als Chaos mit spezielleren Einheiten, spezielleren Monstrositäten, spezielleren Fliegern. Aber das ist so der Allrounder vom Chaos, sage ich mal. Also das ist die Basis des Chaos. Mhm. Und hier lässt sich auch alles wieder erweitern. Da kommen die ganzen Einheiten her, die auch in anderen Chaos-Truppen dann eingesetzt werden. So, das ist so der Grund. Cool. Keine Massenarmee, nahe Fernkampf. Space Marines ist variabel, aber die können alles irgendwie ein bisschen, aber da ist schon gut Fernkampf auch dabei. Magie, ein bisschen auch variabel spielbar. Okay.
Die ganzen Space Marine Völker nehmen sich alle nicht. Das hört sich zwar immer jetzt so an, weil unsere Kategorien ein bisschen sind, aber ich glaube, wenn ihr euch was Money Lupe nehmt, sind die alle auch wirklich extrem unterschiedlich. Absolut, absolut. Nur weil unsere Kategorien, jetzt um das einfach zu halten, das jetzt erstmal so nur wiedergeben mit den Kategorien, aber ich glaube, falls man sich diesen Playstyle von denen mal anguckt und die Waffenoptionen und Armeeauswahl, die sind schon alle deutlich unterschiedlich. Machen wir weiter bei Chaos. Dann haben wir die Chaos Demons. Und auf der Rückseite sieht man dann eben, wie gesagt, das sind alle Modelle, die ich sogar kenne, weil ich eben in Age of Sigmar sind das diese Multiboxen-Figuren, also Demons, die in beiden Spielsystemen spielbar sind. Falls ihr AOS-Spieler seid und ihr habt schon ganz viele Demons, könnt ihr damit ganz leicht auch einfach bei 40k anfangen, indem ihr euch das Chaos Demons Buch kauft, dann habt ihr schon eine fertige Armee. Und hier sind wirklich alle vier Demon-Götter drin, also hier sowohl Slaanesh, Tzeentch, Nurgle und Khorne, stimmt. Drinnen. Also scheinbar lassen sich alle vier Gottheiten in einem Buch vereinen. Definitiv. Also im 40k-Universum, es ist so, diese Dämonen, man spricht dann, oder man hat oft so eine gehörnten, geflügelten Dämonen mit einem Schwert oder irgendwas vor Augen, der dann aus dem Warp, Warp ist so eine Art Zwischenraum zwischen der Realwelt oder losgelöst von der Realwelt, die dann aus dem Warp beziehungsweise aus dem aus dem Nichts im Prinzip in die Realwelt kommen, um da Angst und Schrecken zu verbreiten, diese Dämonen. Also das verkörpert das so. Also die ploppen so auf dem Spielfeld auf, oder was? Ja, also das ist so, als einfach mal, um das, ich weiß nicht, spielerisch ist es natürlich jetzt was anderes, die stehen dann schon durchaus mal da. Aber so, das sind einfach so, um das zu visualisieren, also die kommen nicht aus der Realwelt, diese Kreaturen hier, die sind halt von woanders, ist eine Parallel, das sind halt Dämonen. Genau, ne? Ja. Und da findet sich, es ist natürlich sehr dämonenlastig, es ist keine Massenarmee, ist aber auch durchaus wieder so spielbar, weil wenn du die einzelnen Gottheiten natürlich betrachtest, da gibt es auch durchaus Gottheiten, die dann sagen, ich habe auch gerne viel Fleisch da auf dem Board. Ne? Also das ist variabel. Genau. Und Fernkampf würde ich sagen, hier definitiv Nahkampf, okay. Weil viele Dämonen wollen natürlich einfach einen Nahkampf. Ne? Ja. Magie haben wir auf jeden Fall hier. Es ist zwar nicht der riesengroße Fokus, aber wir haben genug Magie da. Dämonen können natürlich auch Magie. Klar. Sind ja und sind sehr speziell spielbar auch. Ja, aber das lässt sich natürlich auch alles wieder variabel erweitern, ne? Das ist klar. Ja. Super, das waren die Chaos Demons. Dann machen wir weiter mit einer Armee, die auch in der aktuellen Dark Imperium Box drin ist, also in dem Grundspiel, was man sich kaufen kann. Und das ist die Death Guard. Death Guard sind. Jetzt überlege ich mal, was ich dazu sagen kann. Auf jeden Fall erkennt man das recht gut, dass solche mutierten Krieger sind, aus denen so Tentakeln und irgendwelche Gedärme und so aus den Körperteilen rauskommen. Also ist auf jeden Fall der Chaosgott Nurgle hier am Werke. Wie das aber jetzt storytechnisch ist, weiß ich nicht. Optisch sieht es aber so aus. Eine der früheren Legionen gewesen, die sich im Prinzip vom Imperium losgelöst haben, mit Nurgle-Treue jetzt. Ein Primarch, was ich hier vorhin erzählt habe, der früher auch imperial war, ist der Anführer der Death Guard. Der ist natürlich auch böse geworden. Das ist Mortarion, heißt der. Das ist ein Bruder im Prinzip von dem Bullyman, von den Ultramarines. Okay. Also das ist tatsächlich ein Bruder von dem, von dem Kerl, der hinten im Schrank steht. Von dem blauen Anführer der Ultramarines. Bullyman. Ist natürlich auch entsprechend mutiert. Nurgle ist das der hier? Genau, das ist Mortarion. Ich zeig dir nochmal hier rein. Der springt aber auch da in der Mitte direkt ins Auge, wenn man sich das Modell anguckt. Schön, auch von dem Farbschema her. Aber auch im Hintergrund muss man auch sagen, sieht man hier wieder diese auch Maschinen und Panzer und ja, die also, bringen die auch mit aufs Spielfeld. Also es ist es sind Space Marines, böse Space Marines im Prinzip. Hier kann man durchaus sagen, dass es als Massenarmee mal spielbar ist, weil wir da die Möglichkeit haben, viel aufs Feld zu schmeißen. Aber genauso kann man sie auch anders spielen und sagen, es ist keine Massenarmee. Ja. Poxwalker, ne? Für alle, die es nicht wissen, das ist so der. Es gibt halt so eine gewisse Einheit, das sind so laufende Zombies im Prinzip und die sind natürlich nur in Massen. Ne? Mhm. Wenn man die aber nicht einsetzt und man konzentriert sich so auf diese alten, typischen Space Marines, diese großen, dann haben wir keine Massenarmee. Nahkampf, Fernkampf ist den klassischen, richtigen Fernkampf, wie die Tau das haben, definitiv nicht. Aber die wollen auch schon eher nach vorne und wollen dann vorne mit ihren Seuchenspuckern rumballern und so. Cool. Aber die können auch Nahkampf, definitiv. Magie haben wir hier.
Mortarion ist sogar ein recht guter Psioniker an sich und wir haben auch noch verschiedene andere Psioniker. Psioniker. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Magier. Extrem, ne? Ja, Psioniker. Und sie sind entsprechend auch spezieller Spielbar. Entsprechend Spieler. Okay. Nörgel. Nörgel ist super. Spiele ich selber sehr gerne. Das ist meine Hauptarmee bei AOS. Aber deswegen wird das für mich, steht da schon klar, dass ich da... Wir machen mal kurz Stopp und wieder anfangen. Und weiter geht's. Maximale Aufnahme. Da ich selber Nörgel spiele, werde ich bei 40k nicht zu Nörgel tendieren. Aber meine Entscheidung kommt ja wann anders. Weiter geht's. Die 1000 Sands. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich, wie gesagt, ich sage das jetzt einfach mal alles unvoreingenommen, weil ich mich ja wirklich gar nicht auskenne. Aber rein optisch, weil wir gerade Nörgel haben, würde ich jetzt mal fast tippen, dass das eine Ziemsch-Armee im Nörgel, im 40k-Universum ist. Du und ihr habt den großen geflügelten Typen hinten drauf gesehen. Was könntest du jetzt herleiten zu dem anderen, was ich dir erzählt habe? Ist es auch eine ehemalige Legion oder ein Orden gewesen? Das ist auch ein Bruder von Gulliman. Exakt. Das ist auch super. Ein Primarch. Und das ist auch... Also nicht alle Armeen, die derzeit draußen sind, wie zum Beispiel die Space Wolves, ist ja auch ein eigenständiger Orden. Die haben eigentlich auch einen Primarch, aber der ist einfach noch nicht im Spiel erhältlich. Da heißt, das heißt, da ist noch Luft nach oben. Okay. Hier haben wir aber zwei Chaos-Armeen schon, die einen Primarchen haben. Weißt du den Namen von ihm? Magnus. Magnus. Hier vorne der Typ. Auch ein super Riesenmodell, ne, mit seinen Riesenflügeln. Ja, das ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Modell. Ja, also werdet ihr auch noch in einem Battle Report sehen, wenn ihr wollt. Wir haben den da. Ja, Magnus, Anführer seiner 1000 Suns. Es sind auch hier wieder Space Marines, die natürlich die entsprechende Treue haben. Aber hier liegt der Fokus wahrscheinlich wo drauf, wenn du sagst schon Siemens-Treue eher so. Auf die Magie? Absolut. Exakt. Also Magnus ist, glaube ich, der beste Psioniker im ganzen Spiel. Das ist was für mich. Der hat wirklich psionisch extrem Power und ja, ansonsten sind Space Marines, die natürlich auch für ihre Stärken und Schwächen haben, aber wir haben hier keine Massenarmee eigentlich. Mhm. Und keine Panzer, das sieht man hier mal ganz deutlich oder wenig. Allerdings haben wir natürlich da wieder im Hinterkopf behalten, wir haben die Chaos Space Marines und das können wir als Basis nehmen. Ah. Jetzt, wir haben einen, Grüße an Kai. Hey Kai. Der hat der spielt die ein bisschen spezieller. Der hat Panzer hinten stehen, der hat richtig Beschuss hinten stehen und da wackeln dir aber die Ohren, wenn du da auf der anderen Seite stehst. Dann denkst du, das kommt eigentlich nicht von Siemsch. Okay. Aber da kommen dann trotzdem die Laserkanonen angeflogen und so. Geile Kombination. Also die können auch anders. Die kann man natürlich auch anders spielen, aber die kann man auch als Beschussarmee spielen. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Aber ich sag mal so, Nahkampf, Fernkampf, je nachdem wie man sie spielt. Ne? Also Magnus ist natürlich auch ein Nahkampfmonster. Ja. Ja, aber ich sage jetzt einfach mal, wir haben ein Zwischending mit eher Fokus auf Beschuss. Mhm. Magie, ich würde fast sagen, das ist die psionisch stärkste Armee, die es fast gibt. Mhm. Gerade also mit Magnus als Magnus on board steht. Extrem. Also der hat Sea-Power ohne Ende. Ja. Und die sind entsprechend auch ein bisschen spezieller spielbar, weil wir natürlich auch einen Fokus auf das Zaubern haben. Oder halt auch nicht, ne? Also je nachdem, wie man sie spielt. Da ist, Leute, da ist euch Variabilität geboten, unmöglich ohne Ende. Da sind keine Grenzen gesetzt. Ja. 1000 Suns. So, dann kommen wir in die letzten drei. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie, die Kerle mit den... nicht, ups, ich habe das Ohr in die falsche Richtung gezogen. Naja, Spitzohren nach oben. Craft Worlds verbindet man, wenn man die Bezeichnung hört, erstmal nicht automatisch mit Elfen. Aber muss ich das ja auch von seiner Vorstellung von Elfen aus diesem mittelalterlichen Fantasy ein bisschen abwandeln. Das hier sind Craft Worlds Elder. Saubere Gestalten, saubere Maschinen, die alle edel aussehen. Ja. Passt dann irgendwo dann schon zu diesem Elfen-System. Ja. Elfen-Elder, ja, die kann man natürlich irgendwie nur rein optisch so in gewisser Weise ein bisschen mit Menschen vergleichen. Also ich glaube, die Skelette sind irgendwie verflüssigte Masse, flüssige Masse, die dann irgendwie fest geworden ist. Und die haben auch mehrere Herzen oder mehrere Brustkörbe und auch, also da unterscheiden sie sich komplett von Menschen. Es ist ein uraltes, es ist, wenn man so ein, zwei Sachen außer Acht lässt, ist es, die eigentlich keine Relevanz haben, ist es das absolut älteste Volk, was es gibt im Warhammer 40k-Universum.
Und wir haben hier auch, was die Technologie im Prinzip angeht, das Krasseste. So, rein theoretisch. Ja, rein theoretisch. Aufgrund ihrer, ja, ich sag mal, ihrer Technologie und ihres Alters und so, und sind auch sehr geheimnisumwogen, auch im Fluff, spiegelt sich, also bringen sie auch so eine gewisse Arroganz mit, die ihnen auch zum Teil auf dem Schlachtfeld dann zum Verhängnis werden könnte oder kann. Aber sie sind uralt, sehr geheimnisumwogen, sehr geheimnisvoll. Es ist auch noch ganz viele Dinge im Fluff offen, was so die Elder angeht und so weiter. Und wir haben hier so das klassische klassische Elder-Erfolg mit den Craftworlds. Tippe mal, es ist keine Massenarmee. Keine Massenarmee. Wir haben definitiv den Fokus auf Fernkampf. Wir haben Magie, ordentlich. Wir haben sogar ordentlich Magie und sie sind speziell spielbar. Und jetzt gehst du mal ins Telefon und mach einen kleinen Cut. Liebe Freunde, weiter geht's mit den letzten beiden Völkern. Und zwar hatten wir eben die klassischen Elder. Weiter geht's mit einem anderen Spitzohren-Fraktion. Einer anderen Spitzohren-Fraktion. Drukhari steht hier drauf. Das sind so einfach mal Elfen, glaube ich, die etwas dunkler, schattiger aussehen. Dunkelelfen hätte ich jetzt aus dem Warhammer-Universum gesagt. Wie sieht es hier aus? Ja, also nachdem wir eben die Elder hatten, die ja, ich weiß gar nicht, sind wir ganz drauf eingegangen eben auf die Elder noch? Oder hatten wir das, wir mussten ja einen kleinen Cut machen? Wir sind auf die Elder. Ja, dann haben wir hier Elder, sage ich mal, Überbegriff, meiste Auswahl und so, ganz auch variabel, wie wir das vorhin gesagt haben. Drukhari, ehemals Dark Elder, also Dunkelelfen im Prinzip, musst du oder ihr euch einfach vorstellen als eine piratenähnliche Elder-Armee, die, oder Elder-Weltenschiff ist es nicht direkt, aber sie sind piratenähnlich unterwegs im Universum und tun halt das, was Piraten so tun. Ne? Sind halt mobil, sind unterwegs und plündern so ein bisschen. Guck und sehr, auch sehr brutal. Brutal. Ja, also es ist eine brutale Armee auch. Keine Massenarmee, Nahkampf, Fernkampf, eher Fernkampf, aber die haben auch durchaus gute Sachen im Nahkampf, auf jeden Fall. Magie haben wir hier definitiv und die sind durchaus spezieller spielbar, weil die Variation oder die Auswahl ist jetzt nicht riesig, aber sie haben schon piratenähnliche Dinge, die einfach schon ziemlich mies sind. Die sind sehr schnell, die kommen einfach mit dem Dolchstoß ins Herz und sind dann ganz schnell wieder weg. Und sie sind entsprechend auch schwer zu treffen manchmal und so. Also sie sind eine sehr hinterlistige, fiese Armee mit durchaus heftigem Beschuss. Auch Dingen, die den Gegner, sage ich mal, lahmlegen. Also eine Piratenarmee. Das Setting sieht geil. Auf jeden Fall cool aus schon mal. Ne? Auch so richtig coole kleine so Fliegerchen. Ja, genau. Schnelle. Ja. Schnelle Speeder-Dinger. Mit wo Leute oben drauf sitzen, so mit Scharfschützengewehren. Genau, ja. Sehen. Drukhari sind geil. Ja, und sehen hübsch aus. Schick. Gut, dann kommen wir in die letzte Fraktion. Harlequins. Harlequins. Quins? Kins? Harlequins. Gibt auch eine andere Schreibweise, da wird sogar teilweise mit K geschrieben, aber warum auch immer. Also das kann ich jetzt nur vorwegnehmen, weil du schon gesagt hast, es gibt drei Spitzohren-Fraktionen, das muss dann die dritte sein, aber die sehen, wenn man sich auch das Cover nochmal anguckt, also etwas wie so ein Albtraum, falls man so eine Ängste vor Clowns hat. Dann soll man nicht spielen, weil die sehen so aus, als ob hier ein Haufen von wilder Clowns umher. Ja, also bei den Hauptelder sprechen wir immer, ich sag mal so, um das zu vergleichen mit den Space Marines, mit Orden, sprechen wir von Weltenschiffen. Mhm. Das können wir hier nicht machen. Also wir hatten die Drukhari eben so als piratenähnliches Volk und die Harlequins haben sich im Prinzip so dem ich weiß gar nicht, wie er sich genau schimpft, aber es ist so ein Gott des lachenden Gottes. So, ich glaube, es war sogar tatsächlich so. Aber entsprechend kommt auch dieses ganze Harlequin-Clown-mäßige. Ne? Ah. Also ja, es ist auch sehr speziell spielbar. Man verkörpert halt diesen Gott, diesen lachenden Gott oder wie auch immer er jetzt heißt. Bringen die einen um und lachen dabei. Ja, die sind sehr eigen, ne? Aber sind halt auch sehr speziell spielbar. Wir haben keine Massenarmee.
es ist eher eine Fernkampfarmee, aber die haben auch Sachen, die sind im Nahkampf heftig, aber ich sag mal, eher Fokus Fernkampf. Wir haben Magie ein bisschen und sie sind definitiv sehr speziell spielbar, aber auch hier allgemein, wie bei den Elder üblich, sind sehr mobil. Ne? Und sie sind, Elder sind halt einfach nicht so die mega gepanzerten Typen. Sind alles eher so Assassinen-mäßig. Die haben auch solche coolen Chats, die so ähnlich wie Drukhari durch die Gegend fliegen, nur halt etwas farbenfroher, nicht so dunkel angelegt. Aber was die Bemalung jetzt mal angeht, die haben irgendwie alle dieses Schachbrett-Design, klaumäßig, diese Kacheln. Also wer auf solche farbenfrohen Armee steht und solche künstlerischen Herausforderungen steht, betitel ich jetzt einfach mal so, der findet hier auf jeden Fall etwas, was als eine ernstzunehmende Herausforderung oder Aufgabe auf sich zieht. Ne? Also super. Ja. Alekins. Das waren jetzt fast alle, beziehungsweise alle, die wir da haben. Ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben jetzt erstmal. Was würde jetzt noch fehlen an Code? Ja, die Jeans-Dealer, aber die haben ja jetzt noch keinen eigenen Codex. Ansonsten haben wir so kleinere Sachen noch. Aber so die Masse war das jetzt definitiv. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Die Fluff-Profis unter euch, ich habe das ganz elementar im Grundschleim jetzt mal erklärt, so ein bisschen grob. Ich hoffe, du kannst dir das jetzt alles ein bisschen vorstellen. Also mit den Space Marines, mit den Orden, mit den Primarchen, was sich abgespalten hat, wo das alles so herkommt und so, wie das so entstanden ist, beziehungsweise wie sich das alles so zusammensetzt. Ich hoffe, da habe ich so ein bisschen Licht reinbringen können. Es ist alles grob angerissen jetzt. Also für mich super. Die Informationen sind gut und auch kurz und knapp, ich sag mal, aber um unsere ersten Eindrücke zu vermitteln und auch eben diese Einteilung der Kategorien sind jetzt für mich sehr hilfreich gewesen, weil dann bekommt man schon mal schnell und einfach so ein grobes oder ein Grundverständnis, um was sich so bei der Armee geht. Dass ihr halt aber überlegen müsst, dass man jede Armee natürlich auch den Fokus ein bisschen anders setzen kann. Und das ist ja immer das Schöne, dass ihr ein bisschen variieren könnt. Und wenn ihr gerade die Menschen spielen wollt, beispielsweise, ihr wollt einfach nur eine reine Panzer mal ein paar mehr aufs Spielfeld hauen, dürft ihr das halt auch machen. Deswegen, aber das waren jetzt einfach nur mal solche Eindrücke, wie man das tierisch als Durchschnitt ungefähr oder als Ausrichtung verstehen kann. Aber Auslegungssachen sind natürlich immer sehr individuell. Das heißt, ihr könnt immer selber entscheiden, wie ihr wollt. Sehr viel variieren. Also guckt euch da einfach auf der Games Workshop Seite, games-workshop, glaube ich, .de, einfach nochmal die ganzen Fraktionen an. Ihr habt oben die Überkategorie Warhammer 40k. Und dann könnt ihr dann verfeinern und könnt euch einfach die ganzen Völker nochmal angucken und könnt euch vor allem im Speziellen nochmal die Einheiten angucken, weil, wie wir es beide schon gesagt haben, das ist einfach so das, was für uns so im Kern steht, dieses Optische, und das könnt ihr euch einfach angucken, wenn ihr diese Armeen jetzt einfach mal seht, wenn ihr die Modelle seht und so weiter und so fort. Das müsst ihr euch einfach mal genauer angucken, und das wird Marcel jetzt auch tun. Genau. Und wichtig wäre es halt noch, wenn euch beispielsweise der Fluff noch etwas mehr interessiert als so, wie wir es jetzt präsentiert haben, habt ihr ebenfalls auf der Internetseite vom Games Workshop mehr Möglichkeiten, euch Sachen durchzulesen. Und für alle, die sich auch fragen, warum es so einen Codex gibt, genau aus dem Grund braucht ihr so einen, weil in diesem Codex findet ihr alle Einheiten, die ihr in dieser Fraktion halt spielen könnt. Das kann ich vorwegnehmen, weil ich das aus Age of Sigmar eben kenne. Hier gibt es alle Einheiten drin, aber eben auch sehr viel über die Hintergrundgeschichten. Das heißt, ihr könnt euch hier so ein Buch einfach kaufen, wo ihr erstmal alle Profile findet, was die Einheiten jeweils alle können, wie sie ausgerüstet werden können, welche Items, Artefakte man beispielsweise ausrüsten kann, nur mal kurz angeschnitten. Weil alle Informationen, die ihr zum Spielen braucht für die jeweiligen Fraktionen, findet ihr in dem Codex, den braucht ihr auch dafür. Und da könnt ihr auch mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren. Und ebenfalls, wenn ihr in meinen Laden geht und ihr wollt mehr über die Hintergrundgeschichte wissen, hier gibt es auch immer solche kleinen Felder, wo auch nochmal viel über die Hintergrundgeschichte eben erzählt wird. Also ist das eben notwendig, falls ihr oder wenn ihr euch eine Armee ausgesucht habt, ebenfalls diesen Codex der Armee zuzulegen, damit ihr eben auch genau die Fraktion auch so spielen könnt, wie sie eben vorgesehen ist. Absolut, hier ist auch wirklich viel, also nicht nur zu dem, was Marcel jetzt schon wunderbar erklärt hat, aber es sind zum Beispiel auch einfache Dinge wie Wappen oder Dinge, wo man die Rüstung beklebt, was für Abzeichen an den Rüstungen dran sind, was das für eine Bedeutung hat. Verschiedene andere Bemalschemen, also ich sag mal, wie ich das jetzt vorhin erklärt habe, mit den Weltenschiffen bei den Elder oder bei den Tau. Du hast gesagt, es gibt diese weißen Krieger, aber auch da gibt es verschiedene Orden, sag ich mal. Und da werden die natürlich auch anders bemalt. Ja. Also da habt ihr noch ein bisschen Fluff drin, ihr habt was für ein Commander hat dann einen weißen Helm und der andere dann nicht und wie auch immer. Also ihr habt da super viele Hintergrundinformationen drin. Das
kann man sich auch gut vorstellen, wie beispielsweise jetzt, wie es früher war in Deutschland beispielsweise. Und dann hat es ja jedes Bundesland oder jede, sag mal, kleineren Gebiete, hat ja dann auch ihre eigenen Banner, ihre eigenen Wappen gehabt und so weiter. Und dazu gibt es auch für jedes Bundesland beispielsweise eine eigene Geschichte. Und so kann man sich bei so einer Armee auch vorstellen. Wenn sich einer Tau kauft, ist vielleicht die Kernarmee von den größten Fraktionen halt alles in Weiß. Aber es gibt dann vielleicht auch andere Orden, wo alle in Gelb oder alle in Rot, alle in Blau gemalt sind. Ja, das ist so gar nicht, also das ist total variabel, ne? Also Das ist halt jetzt so abgebildet, aber es gibt ganz viel. Also, und ihr könnt euch sogar eigene Sachen überlegen, ne? Ihr könntet auch absolut da völlig frei sein. Es gibt eigentlich keine Beschränkung bei irgendwas. Ihr könntet auch euch einfach die Tau kaufen und alle in Ultraviolett anmalen oder in Tarnfarben oder so. Ihr könnt dann aber auch sagen, das ist jetzt diese Sept. Und dann spielt ihr diese Regeln, weil die eigenen Septen haben dann natürlich auch noch spezielle Regeln. Also das steht alles in dem Kodex drin, macht euch da ein bisschen schlau, aber macht euch auch nicht zu viele Gedanken. Guckt einfach, was gefällt euch gut, guckt auf die Seite, Schaut euch das an, habt das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was wir beide gerade erzählt haben. Jetzt machen wir einen kleinen Cut, weil du wirst dir jetzt die Armee aussuchen. Ich werde mich mal kurz auf die Seite begeben und ein paar Sachen durchlesen. Und für mich ist, wie gesagt, auch nochmal wichtig, sich so die einzelnen Produkte, die in den jeweiligen Policies auch drin sind, nochmal genauer anzugucken. Aber ansonsten werde ich jetzt im Laufe der nächsten Zeit heute noch eine Entscheidung treffen und dann den Einstieg in meine neue erste 40k-Armee anfangen. Also ich weiß wirklich auch noch gar nicht und Ich hoffe, es wird auch für Robert eine große Überraschung, was ich da nehme. Ja, wir werden uns auf jeden Fall in dieser Sendung nochmal wiedersehen. Du wirst dann ganz kurz zeigen, was du dir ausgesucht hast. Dann wirst du den Zuschauern erklären, warum. Ja. Weshalb, wieso. Das ist dein Ding dann. Und jetzt machen wir eine Pause. Genau. Und sehen uns gleich wieder. Alles klar. Bis dann, haut rein. Und wie immer, wir spielen Tabletop mit Leidenschaft. Ihr vielleicht auch.